Jetzt holen wir uns die schöne Xenon-Box. Sollte eigentlich auch nicht sonderlich schwer sein, wenn sich die Schrauben leicht öffnen lassen. Also man sieht hier hinten, wo haben wir es da? Hier, da sind so Muttern drauf. Die Schrauben sehen etwas rostig aus, da brauchen wir ein bisschen Rostlöser. Und hier haben wir noch zwei Schrauben. Ansonsten ist das Ding nicht weiter befestigt, also vier Schrauben sollte nicht wild sein. Da haben wir gleich die Xenon-Box drauf. Die müssen wir dann nicht abmachen. Nehmen wir mit rüber und das Kabel noch ab. Und dann haben wir auch die Frontmaske bzw. die Halterung der Scheinwerfer. Ja, dann fangen wir an. Viel Spaß mit dem Timelapse. Also, wir haben die Lampenhalterung raus, wie man sehen kann. Wir haben im Timelapse gesehen, ja, hier waren zwei weitere Schrauben, die hier kriege ich nicht raus. Die hat sich irgendwie ganz anders da entfernt vom Gehäuse, von der Halterung. Müssen wir mal gucken, ob wir die dann noch später rauskriegen, wenn da ein bisschen mehr Platz ist. Aber ich glaube, so dringend ist es nicht. Da kann man auch vom alten Cadillac bzw. vom Xelens Cadillac den noch hernehmen. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Hier ist es. Also wie gesagt, hier haben wir einen kleinen Bruch, ist aber nicht schlimm, weil das hier nochmal gehalten wird, deswegen ist es nicht so halb so wild, aber vielleicht kann man es auch nochmal irgendwie kleben oder befestigen. Das hier ist die Xenon-Box, ja, haben wir schön rausgekriegt. Jetzt habe ich gesehen, auf der anderen Seite kann man sehr gut hier erkennen, dass da ganz andere Schrauben drin sind, sprich, die haben das Ding hier schon mal draußen gehabt, wahrscheinlich um die neue Xenon-Box installieren. Dadurch bestätigt sich meine Vermutung, dass hier eigentlich mal eine andere Xenon-Box war und die es nicht mehr gab und man dann halt hier die hier drauf gesetzt hat. Aber das macht ja nichts, solange es funktioniert. So, ja, dann machen wir mal hier weiter. Liebe Freunde, hier
Da sind auf beiden Seiten die Xenon-Boxen draußen. Hier liegen sie. Also, jetzt kann man gleich mal den Vergleich machen. Also, man sieht hier ganz deutlich, dass die anders da ist als die. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es sieht hier bei dem hier ein bisschen größer aus. Man sieht auch hier das Kabel hier. Also ein bisschen komisch schon. Wahrscheinlich wird die vielleicht irgendwann auch mal kommen. Das kann schon sein. Und ich würde mal sagen, das hier ist noch altbacken. Deswegen groß. Kennt man ja von Computern. Große Festplatten. Heute sind sie so klein wie die hier. Und ja, das ist das neuere Modell sozusagen. Ja, aber das macht nichts. Solange es funktioniert, interessiert es mich nicht wirklich. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir vorne den Stoßfänger weg und die Nebellampen. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. So.